Hallo und herzlich willkommen zum Livestream des Wirtschaftsbeirat Bayern. Mein Name ist Lorenz Behringer, ich bin stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses Sport im Wirtschaftsbeirat Bayern. Und ich freue mich sehr, wir werden heute eine interessante Diskussion haben, weil wir spannende Gäste im Studio haben. Zu meiner Linken darf ich Herrn Schäufele begrüßen, Amtschef im Staatsministerium für Inneres und somit auch für den Sport. Sie sind heute kurzfristig eingesprungen, weil Herr Staatsminister Herrmann eine Session im Landtag hatte und dort einspringen muss. Mhm. Und daher freue ich mich sehr, dass Sie heute hier den Herrn Staatsminister vertreten. Dann Tobias Angerer. Ich freue mich sehr, Tobi, dass du heute da bist. Ehemaliger Spitzenlangläufer, eigentlich auch noch heute. Und Vizepräsident des Deutschen Skiverbandes. Tobi, schön, dass du da bist. Servus, grüß dich. Und Simon Kulzer, schön, dass du da bist. Beachvolleyball-Profi und auch Stellvertretender des Ausschusses Sport im Wirtschaftsbeirat Bayern. Simon, schön, dass du da bist. Schön, dass es stattfindet. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, das mir auch persönlich sehr am Herzen liegt, und zwar der Sport in Bayern. Vor 1,5 Jahren ist das sportliche Leben in Bayern ähnlich wie das gesellschaftliche Leben nicht mehr so, wie wir es davor kannten. Sowohl der Schulsport als auch der Breitensport in Vereinen hat sich verändert. Das sportliche Verhalten ging massiv zurück. Dabei ist der Sport so wichtig für die körperliche und geistige Gesundheit, gerade auch bei Kindern und bei Jugendlichen. Und diese Situation hat sich dramatisch verändert und nun müssen wir analysieren aus verschiedenen Blickwinkeln der Politik und des Sports, aus verschiedenen Disziplinen, wo stehen wir heute und was ist vor allem für die Zukunft notwendig, damit wir den Sport in Bayern wieder stärken. Und zunächst zum Start der Diskussion, Herr Schäufele, Herr Amtschef, möchte ich gerne an Sie übergeben. Vielen Dank, Herr Behringer. Ja, ich darf vielleicht ein paar Worte zu Beginn gleich sagen. Das Thema Sport ist ja heute umfassend beleuchtet und gerade der jetzt heutige Zeitpunkt oder der Zeitpunkt in diesen Tagen ganz wichtig. Wir haben ja so das Gefühl, dass wir Corona ein bisschen hinter uns gelassen haben, aber doch vielleicht auch noch eine Strecke vor uns haben und da kann man vielleicht mal eine Bilanz ziehen oder eine Zwischenbilanz ziehen. Und Herr Behringer, Sie haben es ja auch schon gesagt, was man sagen kann und was man vielleicht jetzt auch wieder zusätzlich erfahren haben in den letzten Monaten oder den 1,5 Jahren, wie wichtig dieser Sport ist. Der Sport ist eben kein Luxusgut, er ist kein nice to have, er ist keine bloße Freizeitbeschäftigung oder ein Hobby, sondern hat so viel mehr. Er ist elementarer Bestandteil des Alltagslebens für so viele, elementarer Bestandteil deshalb, weil der Sport ganz entscheidend für die Gesundheit ist. Es gibt ja ein bisschen den Spruch in letzter Zeit, Sitzen ist das neue Rauchen, und das macht es, glaube ich, auch durchaus ein bisschen deutlich. Und ich merke es ja bei mir selber, meine eigene sportliche Tätigkeit ist auch ziemlich runtergefahren, obwohl das für mich persönlich extrem wichtig ist, Sport zu treiben. Ich habe es vorhin schon im Vorgespräch gesagt, also ich bin ja Weltmeister im Sport, weil es gibt niemanden, der in so vielen Sportarten so schlecht ist wie ich. Und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, das ich dadurch irgendwie habe. Aber man merkt es ja, wenn man beim Laufen, dass man anders ankommt wieder zu Hause, als wie man losgelaufen ist. Und es geht aber über das viel hinaus. Es ist soziales Miteinander, es ist das Gemeinsame im Sportverein. Da geht es jetzt auch nicht nur um den Sport, sondern es geht darum, dass man gemeinsam was veranstaltet, dass man gemeinsam was organisiert. Der eine kümmert sich mehr um die Finanzen, der andere mehr um den sportlichen Teil. Und dieses Miteinander in den Sportvereinen auch ist, glaube ich, eine ganz großartige Sache, die auch unser Land, unsere Gesellschaft hoch zusammenhält. Und man kann es in vielen weitermachen. Menschen mit und ohne Handicap können gemeinsam Sport treiben. Wir werden bei den Paralympics wieder ganz tolle Leistungen erleben und auch Menschen, die aus dem Ausland erst gekommen sind, die deutsche Sprache vielleicht noch nicht so gut beherrschen. Im Sport ist das alles kein Problem. Beim Fußballspielen geht es viel ohne Worte und da kommt es auf ganz andere Dinge an. Dank vor allem aber auch insgesamt an die Sportfamilie, die sich in dieser schwierigen Zeit hochkonzentriert, hochdiszipliniert
verhalten hat, die Regeln eingehalten hat und damit insgesamt solidarisch war und eben, wie Sportler halt so sind, ein hohes Durchhaltevermögen bewiesen haben und damit auch selber mit dieser disziplinierten Haltung auch die Grundlagen auch geschaffen haben oder mitgeschaffen haben, damit Öffnungen wieder möglich waren. Der Sport engagiert sich auch darüber hinaus noch, auch jetzt bei dem Thema Impfen oder Impfaktionen sind viele Sportvereine mit dabei und ich kann an dieser Stelle vielleicht nur appellieren, bitte, wenn noch nicht geschehen, lassen Sie sich impfen. Das ist auch eine Grundlage für den Sport in den nächsten Wochen und Monaten, die auf uns zukommen. Ja, Öffnungen, das ist vielleicht für den Sport jetzt zunächst mal das Wichtige. Man kann sagen, dass die Sportausübung als solche unter Einhaltung von einer Grundhygiene inzwischen wieder möglich ist. Das ist, glaube ich, zu dem, was wir erlebt haben, ein ganz, ganz großer Fortschritt. Es waren viele kleinere Schritte, bis wir diesen Zustand wieder erreicht haben. Wo es noch Beschränkungen gibt, das ist im Bereich der Zuschauerregelungen. Wenn man an die nordische Ski-WM zu Anfang des Jahres denkt, mit viel Hygienekonzept, aber noch ohne Zuschauer, jetzt bei den Fußball-EM-Spielen mit einem Hygienekonzept, mit Personalisierung, ist es durchgeführt worden mit Zuschauern im Stadion und so die ersten Auswertungen, ohne da vorgreifen zu wollen, zeigen, dass es hier nicht zu größeren Ansteckungen gekommen ist. Aber bitte das noch mit aller Vorsicht zu sehen. Dann wird es für die länderübergreifenden Ligen hier in Deutschland auch Zuschauerregelungen geben, wo man aber auch wieder mit mehr Zuschauer im Stadion sein können, aber auch mit personalisierten Ticket, mit entsprechenden Konzepten, die hier eine Ansteckungsgefahr vermindern. Und so arbeitet man sich langsam voran. Für die Sportvereine insgesamt gelten Zuschauer 1500 und davon können 200 Sitzplätze sein. Und ich freue mich jetzt schon auf die European Championships, die uns dann bevorstehen. Und vielleicht sind wir dann schon wieder in einer anderen Situation. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen was sagen, was der Freistaat Bayern so für den Sport gemacht hat, gerade in dieser Zeit. Und das ist doch, wenn ich das so sagen darf, sehr beachtlich. Die Staatsregierung, aber auch der Landtag als Haushaltsgesetzgeber hat hier sehr viel Geld zur Verfügung gestellt. Das Wichtigste und Schnellste war, die Zahlungen an die Vereine, die sogenannte Vereinspauschale, einfach zu verdoppeln. Also von 20 Millionen auf 40 Millionen. Das ist auch schnell gegangen, weil man es einfach aufgedoppelt hat. Ohne jetzt zusätzliche Anträge oder irgendwas, sondern das ist einfach so schnell gegangen. Insgesamt wenden wir jetzt für den Sport der Freistaat Bayern per anno 110 Millionen Euro aus für den Breitensport, aber auch für den Nachwuchsleistungssport. Und das sind ganz erhebliche Aufwachsraten, die in den letzten Jahren hier stattgefunden haben. Es ist ein finanzieller Kraftakt für den Sport, der einfach auch die Staatsregierung beschlossen, aber ich möchte gar auch sagen, der Landtag, der Haushaltsgesetzgeber hat hier vieles getan. Und jetzt ganz konkret auch jetzt in den nächsten Wochen zwei ganz wichtige Programme oder Impulse, die vielleicht auch dazu dienen können, den Vereinen nochmal einen Push zu geben. Einmal gibt es für 30 Euro für den Jahresbeitrag in einem Sportverein für alle bayerischen Grundschüler des Schuljahres 2021/22, wenn sie neu in einen Sportverein eintreten, mit der Hoffnung, die wir vielleicht alle verbinden, dass vielleicht nicht nur die Kinder, sondern dann vielleicht auch die Eltern gleich mit dabei sind. Das betrifft immerhin 110.000 Mädchen und Buben in ganz Bayern. Und das Zweite ist, was auch noch wichtig ist, die Aktion Seepferdchen. Da sollen zum ersten Schultag Schulkinder und Erstklässler einen Gutschein von 50 Euro bekommen, um hier einen Schwimmkurs zu machen. Die waren ja jetzt ein bisschen
dahinter liegend im letzten Jahr, logischerweise, aber da wollen wir auch nochmal einen Push, einen Impuls setzen, dass das auch wieder vorangeht. Schwimmen ja gesundheitlich ganz wichtig, aber aus anderen Gründen. Ja, genau so. Also glaube ich, ist vieles Gutes auf dem Weg, aber das muss natürlich alles auch weiter begleitet werden und dass wir wieder den Stand haben, den wir ja vor Corona hatten. Vielen Dank. Herr Schäufele, vielen Dank für Ihr Statement. Ich glaube, es ist sehr wichtig, nicht nur auf den Spitzensport zu schauen und nicht nur den Spitzensport zu fördern, sondern vor allem eben Vereine in der Breite, um den Breitensport auch da weiter voranzubringen. Genau. Im Hinblick Spitzensport, Tobi, du warst lange Zeit ganz vorne in der Weltspitze im Skilanglauf. Und im Hinblick auf Wintersport, im letzten Winter war der Wintersport für mich eine Achse der Stabilität, der Normalität. Die ganzen Weltcups haben stattgefunden. Der Deutsche Skiverband hat zahlreiche Medaillen und Weltcupsiege eingefahren. Das haben wir alles gesehen, öffentlich natürlich. Aber wie ist die Situation in den Vereinen für die Jugend und für die Kinder im Wintersport? Du hast das gut gesagt. Es war natürlich ein das, was man im Fernsehen sieht, das sind natürlich die Weltcups, Weltmeisterschaften. Aber das unten drunter, diese Ebene drunter in den Vereinen, war es natürlich schwierig. Vereinssport war nicht möglich. Auf Landesverbandsebene war es möglich. In den Olympiastützpunkten durfte der Nachwuchs trainieren. Das war ein sehr, sehr wichtiges Signal, was da auch vom Land Bayern gekommen ist. Und da sind wir auch sehr dankbar dafür gewesen. Aber natürlich in den Vereinen selbst kam es natürlich auch viel auf Eltern an, die im Endeffekt dann mit den Kindern zum Trainieren gegangen sind. Also wir haben ja im letzten Winter gesehen, also man muss vielleicht auch die Sportarten nochmal unterscheiden. Langlauf war ja mehr oder weniger der Corona-Sport des Winters. Das heißt, an der frischen Luft, Abstand war gegeben und dann sind natürlich, der Winter war natürlich auch gut und dann sind natürlich auch viele zum Laufen gegangen. Und das war auf jeden Fall ein positiver Aspekt von dem Ganzen, dass man dem nachgehen hat können. Im Alpinbereich ist eine ganz andere Situation gewesen. Es war kein Lift auf, das heißt, das Vereinsleben im Alpinen stand komplett still. Und das ist natürlich schon eine Situation, die nicht einfach ist, aber wir wären nicht Sportler, wenn wir jetzt nicht die Ärmel hochkrempeln und nach vorn schauen. Und ich kann jetzt bloß also einen kleinen Einblick geben im Deutschen Skiverband, was jetzt hat alles gemacht worden ist, vor allem im letzten Winter virtuelle Challenges, die sind sehr gut angekommen im Bereich Langlauf. Das heißt, dass du halt zwei Tage zur Verfügung hast und die bestimmte Strecke zurücklegst. Und dann gibt es die Zeit im Computer und dann gibt es eine Rangliste. Es ist natürlich keine Vergleichbarkeit, aber trotzdem ist es irgendwo ein Wettkampfcharakter. Es ist besser wie nichts. Also man merkt dann natürlich, aber trotzdem auch bei den Kindern dann irgendwann, oh, jetzt schon wieder allein gegen die Uhr laufen, ich möchte aber meine Freunde treffen, ich möchte mit denen gemeinsam unterwegs sein und dann merkt man erstmal, was für eine Energie da ist. Und aktuell sieht man es halt, das Vereinsleben findet wieder statt, was sich bei den Kindern vor allem an Energie aufgestaut hat. Die würden am liebsten jeden Tag ins Training gehen und das ist dann auch wieder schön zu sehen. Und genauso andere Aktionen, jetzt hat DSV Mobil ist on Tour, geht in die Vereine, aktiv auf die Vereine zu. Es gibt eine Vereinsolympiade deutschlandweit, wo wirklich die Kleinen mitmachen können in den fünf Kerndisziplinen im nordischen und alpinen Bereich. Und das sind leider so Aktionen, die natürlich auch helfen sollen, jetzt das Ganze wieder richtig zu aktivieren. Und es ist halt wichtig und von dem her, sage ich mal, war es ein harter Winter. Ich meine, Winter sind kalt und können auch hart sein. Aber jetzt glaube ich schon, bei mir in der Region, zum Beispiel im Chiemgau, Ingau, in der Region, in den Vereinen ist Stabilität da. Die Kinder wollen wieder und ich glaube, dass wir da vielleicht auch mit einem blauen Auge davonkommen sind, aber nichtsdestotrotz müssen wir einfach auch den Finger in die Wunde legen und wirklich schauen, was war gut, was kann man besser machen aus dem Ganzen, was jetzt passiert ist, was hat man wissenschaftlich auch für
ja, neue Möglichkeiten. Und ich sage immer, alles, was draußen ist oder was stattfindet, wir kommen ja auf das Thema Hallensport dann auch, glaube ich, gibt es keinerlei Ansteckungsgefahren. Und von dem her erhoffe ich mir halt auch, dass wir vor einem normalen Winter stehen und dann einfach auch den Nachwuchs wieder mitnehmen können. Tobias, wir haben jetzt zwei Olympische Spiele vor uns, einmal Tokio und dann im Winter gleich im Anschluss Peking. Und olympische Erfolge bringen einmal Visibilität in den Medien, aber auch vor allem Vorbilder genau. Für junge Leute. Und was wäre nun dein Wunsch an die Politik, um zu sagen, gerade jetzt in der Phase, was kann die Politik tun, um zu helfen, um die Awareness zu steigern, damit später dann wieder die Kinder in die Vereine kommen? Ja, ich glaube, es gibt genügend Möglichkeiten. Also zum allerersten Mal, Spitzensport entsteht ja nur durch Breitensport. Das heißt, wenn ich eine breite Basis habe, egal in welcher Sportart, dann werde ich ja den Spitzensport haben. Und der Spitzensport liefert dann die Vorbilder, wie du jetzt so schön gesagt hast. Und deshalb wäre es einfach, glaube ich, wichtig, dass man unten eine breite Basis hat, oben den sportlichen Erfolg. Dann schaut die breite Basis natürlich auch nach oben auf die Heroes, die wir jetzt halt hoffentlich jetzt in Tokio haben, die wir dann auch in Peking wieder haben. Und so diese Vorbildfunktion, die ist extrem wichtig. Also ich würde mir auch wünschen, dass wir haben so viele super Sportler, die ja Persönlichkeiten sind, die man wirklich auch für sowas einbinden kann, die man rausschicken kann, die ein Statement abgeben. Und ich glaube einfach, die auch Gehör dann auch bei der Politik finden. Und wenn wir das schaffen, ich glaube, dann kann man richtig was in Bewegung setzen. Und aber es ist ein harter Weg. Und aber nichtsdestotrotz glaube ich, ist er mehr als notwendig. Ja, und von dem her. Eine Sportpersönlichkeit sitzt bei uns. Simon, du kommst gerade erst von einem Sportwettkampf international in Belgien. Du bist tagtäglich am Trainieren oder im Wettkampfmodus. Wie waren für dich rückblickend die letzten Monate? Wie konntest du deinen Sport überhaupt ausüben? Ja, also man muss auf jeden Fall sagen, es war eine sehr, sehr, sehr chaotische Zeit. Also über das ganze Jahr, also so viel organisatorischen Aufwand, den man dieses Jahr hatte, hatte ich in keinem Jahr davor. Das war auf jeden Fall an den Ressourcen zehrend. Aber am Ende war ich definitiv auf jeden Fall froh, dass Profisport relativ schnell nach dem ersten Lockdown wieder erlaubt worden ist. Und wir als Profisportler haben uns sehr privilegiert gefühlt, unseren Beruf auszuüben. Und da waren wir einfach heidenfroh, weil jede Woche, die wir nicht trainieren können, ist es für uns eine fatale und eine verlorene, weil wir wissen, okay, in anderen Ländern sind die Hygienekonzepte oder das Strenge halt nicht ganz so da, wie es bei uns in Bayern oder in Deutschland ist. Und dann waren wir froh, dass wir auch in Bayern da Profisport weiterhin ausüben konnten und den Sport machen konnten. Es war am Anfang auf jeden Fall sehr viel Frust dabei, muss man einfach sagen. Wir waren vom Turnier in Kambodscha sind wir zurückgekommen und hatten unseren Flug schon in den Iran gebucht. Und dann haben wir mitbekommen, im Iran sind da Corona-Zahlen, die rapide nach oben gehen, und hatten so ein bisschen Angst davor, was da auf uns zukommt. Und dann zwei Wochen später wurde die ganze FIVB, die ganze World Tour Serie abgesagt. Die deutsche Serie hat gesagt, wir verschieben auf Ende der Saison. Und so langsam hat man immer wieder gemerkt, so, oh, da kommt was auf uns zu. Es war ein bisschen energiezehrend und man war einfach ein bisschen enttäuscht und traurig, dass da wahrscheinlich alles gecancelt wird. Und am Ende hat sich das bewahrheitet und die Turniere wurden alle abgesagt. Wir hatten in Deutschland dann noch drei Turniere am Ende des Jahres mit Corona-Test und davor Anreisen. Was dann am Ende schön war, dass man überhaupt Wettkampf hatte ohne Zuschauer. Da hat man am Ende auf so einem kleinen Parkplatz gespielt, ohne Zuschauer. Das ist für einen Volleyballer, der von diesem Eventcharakter lebt, das komplette Gegenteil, wieso man den Sport auch so leidenschaftlich betreibt. Aber ja, am Ende war ich froh, dass wir trainieren konnten. Hatten dann auch, das kann man ja vielleicht kurz einblenden, nach zwei Monaten in der Anfangsphase mit dem Landratsamt, mit dem Innenministerium auch Kontakt und auch mit dem Gesundheitsamt, dass wir auf einer Wiese noch Sport machen konnten, weil es hieß laut der Corona-Besatzung, dass man nur auf einem privaten Grundstück Sport machen darf. Und da haben wir dann zu zweit, ich und mein Beachpartner und meine Trainerin, überhaupt noch eine Möglichkeit gehabt, irgendwie uns fit zu halten. Und das war für uns einfach wichtig, und wir waren dann froh, dass dann ab Mai durfte man ja offiziell wieder auf die Sportstätten, und
Ja, also es war eine turbulente Zeit, um es kurz zusammenzufassen. Und ich bin froh, dass wir als Profisportler da Gehör hatten und das weiterhin ausüben durften. Simon, dein Heimatverein ist der TSV Vaterstetten. Dort trainierst du, dort bist du zu Hause, aber hast dadurch auch eine sehr enge Bindung an den Nachwuchs, an die Kinder. Wie geht es dem Sport, dem Volleyballsport generell, sowohl in deinem Heimatverein, aber auch in der Breite in Bayern? Also ich habe erst vor 2 Wochen da die ganze Jugendabteilung oder einen großen Teil der Jugendabteilung mal wieder trainiert gehabt. Und wie Tobias vorhin gesagt hat, die Begeisterung bei den Kindern ist jetzt definitiv sehr, sehr hoch. Also wir haben gar nicht die Kapazität und die Möglichkeiten, den jeden Tag Training anzubieten. Da fehlen einfach die Übungsleiter. Und das ist etwas, wo ich wirklich auch gerne einen Appell ans Innenministerium machen möchte, dass wir den Übungsleiterjob oder Berufung da definitiv attraktiver wieder machen müssen. Da habe ich auch ein, zwei Ideen, die ich gerne kurz darauf eingehen möchte. Ganz banal gesagt, es ist ganz, ganz viele Jugendliche, die während dem Abitur sagen, sie würden gerne danach so ein paar Kinder trainieren und ein bisschen Geld dazu verdienen. Das sind diejenigen, die es während der Schulzeit, also das hat mir der Vorsitzende vom TSV Vaterstetten gesagt, die haben richtig die Probleme, da überhaupt die Ausbildung zu machen zum Übungsleiter, dass sie da 11 Euro oder 12 Euro pro Stunde überhaupt verdienen können. Und das ist für die vom organisatorischen Aufwand, weil sie die Termine nicht wahrnehmen können während der Schulzeit, während dem Abitur, oft eine Herausforderung, überhaupt die Ausbildung zu machen. Und da hatte ich überlegt gehabt, ob man es vielleicht schafft, dass man die Übungsleiter, wenn man da mehrere hat, die zugleich das ausüben möchten oder lernen möchten, dass man da einen, der die Fortbildung gibt, auch in einen Verein kurz holt und der dann die ausbildet und während dem der Übungsleiter das normale Training auch gibt und das Training dann nicht wegfällt, weil der Übungsleiter nicht da ist. Also wir haben wirklich Übungsleiterknappheit. Wir haben jetzt bei uns in TSV Vaterstetten 10 Jugendliche, die momentan nicht trainieren können, weil wir sagen, wir haben leider nicht die Kapazität für euch. Und da würde ich mir wünschen, wenn wir einfach diesen Übungsleiter Job, oder ich sage, das ist eher ein Engagement und eher eine Freude, die man teilt, attraktiver macht. Diese Übungsleiterpauschale haben wir ja in Bayern ja auch erhöht gehabt. Das finde ich, es war definitiv der richtige Schritt in die richtige Richtung. Ich persönlich würde schon fast sagen, vielleicht auf 5.000 Euro aufstocken am Ende des Jahres von 3.200 auf 5.000, weil die Kinder, also die Übungsleiter, mit denen ich gesprochen habe, teilweise auch sagen, es ist vom Aufwand her, um dann noch eine Steuererklärung zu machen, eher so mit, dann möchte ich lieber kein Training geben und reduzieren ihre Kapazität, die sie hätten, um da Kinder zu trainieren. Und ja, also denke, dass wir da darüber auch gucken könnten, dass wir da diesen Übungsleiterposten oder auch diesen verantwortungsvollen Job auch attraktiver, finanziell ein wenig erhöhter auch machen, weil ja, also jemand, der im Fitnessstudio arbeitet, kriegt da 20 Euro pro Stunde teilweise an der Theke und bei uns beim Übungsleiter kriegt er die 9,50 Euro oder die 11 Euro und dann ist es teilweise ein bisschen schwerer, den auch zu gewinnen, Kinder zu begeistern und das ist so ein wichtiger Job. Das ja, ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Vielen Dank. Ich gebe die Frage gleich mal weiter. Herr Schäufele, wie nahe ist die Politik, auch Ihr Ministerium, am Sport, an der Struktur, am Verband bis runter auch ins Vereinsleben? Wie stark kennen Sie da die Bedürfnisse und können da auch helfen? Also es ist eigentlich jetzt eine Frage, die ich nicht damit beantworten kann. Wir kennen alles, aber wir kennen schon sehr, sehr viel. Also gerade unsere Sportabteilung ist also mit dem Sport, mit den Verbänden, mit den Fachverbänden, aber auch mit den großen Vereinen, also immer in einem Austausch. Wir wollen gerade diesen Aspekt, also auch der Übungsleiter oder gerade bei der Sportförderung noch einmal besonders herausstellen. Da gibt es ja, jetzt planen wir aber immer nur gemeinsam mit dem Sport auch nochmal die Förderrichtlinien noch ein bisschen anzupassen und gerade den Aspekt, den Sie genannt haben, dass der nochmal ganz wichtig auch in dem Vordergrund steht. Da ist noch nicht alles jetzt in trockenen Tüchern, noch nicht alles hundertprozentig, aber das ist ein Gedanke, der durchaus sehr, sehr, sehr nahe liegt und uns auch deutlich ist, dass das ein wichtiger Punkt ist. Also ich glaube, es sagen zu können, ohne rot zu werden, dass wir da durchaus Bescheid wissen, was aber nicht heißt, dass wir nicht täglich noch besser Bescheid wissen könnten. Und wir suchen da auch den Kontakt und die Nähe zum Sport auf den verschiedensten Ebenen.
Das ist übrigens auch, darf ich sagen, unser Minister ein Riesenanliegen. Also er ist nicht Innenminister und nebenzu auch noch Sportminister, sondern er ist Sportminister mit Leib und Seele. Und es war jetzt erst am Freitag die Sportplakette des Bundespräsidenten an Sportvereine, die länger oder älter sind als oder 100 Jahre und älter. Also das ist ja ganz wichtig, über Generationen hinweg das dann zu tragen. Und da waren dann die Vorsitzenden da und da ist auch ein ständiger Austausch da. Also ja, ein Punkt, den ich noch dazu sagen wollen würde, ist, bei uns beim TSV Stetten haben wir die Mitgliederzahlen gedacht, weil es ja überall das Thema war, gehen jetzt viele Mitglieder flöten und haben wir jetzt, einfach weil wir kein Angebot gemacht haben, viele Fluktuationen. Aber am Ende war es bei uns tatsächlich so, dass wir die normale Fluktuation auch hatten. Also das habe ich auch von mehreren Verbänden oder Vereinen mitbekommen. Aber der Zugang fehlt. Also wir haben wirklich sonst immer so 200 oder 100 Zugänge pro Jahr. Und wir haben jetzt auch in Vaterstetten ein Zugangs-, also Wohnen, also Neugebiet für Wohnungen. Da haben wir noch zusätzlich noch mehrere Einwohner bekommen. Und es sind keine Leute zugetreten, weil es vielen, glaube ich, einfach zu unsicher ist, da zu wissen, da gibt es ein regelmäßiges Angebot. Und das wäre auch so ein Thema, das ich so wichtig finde, dass wir so richtig viele Mitglieder wie möglich wieder in die Vereine bekommen und weg von der Konsole. Das hat jetzt durch Corona, das werden wir später ja noch bei Statements noch hören, ja so zugenommen, dass wir da ein bisschen diesen Trend Richtung E-Sport auch den Kindern da das Angebot, wo sie auch wirklich sich aktiv bewegen, hochschrauben. Ja. Ich würde sagen, Simon, dass wir gleich dazu kommen. Wir haben auch noch mal weitere Wünsche anderer Sportarten, insbesondere auch des Fußballs. Wir haben einen Blick aus der Wissenschaft und den Blick aus dem Schulsport. Bitte schön. Corona hat ja in den letzten Monaten ganz schön viel uns abverlangt und insbesondere von den ganzen Sportorganisationen natürlich umso mehr. Aber es hat jeden einzelnen Menschen auch betroffen, eben nicht nur im Portemonnaie, sondern insbesondere auch, was seine Gesundheit betrifft. Dabei haben wir doch eine Gesundheitskrise. Und die haben wir nur bedingt mit echten Gesundheitslösungen beantwortet. Und das macht mir wirklich große Sorge. Insbesondere auch, weil wir den kompletten Sport quasi weggeschlossen haben. Dabei wussten wir doch vorher alle, dass körperliche Aktivität, Bewegung und Sport doch an sich die Lösung für unsere Gesundheit, für unsere Vitalität und auch Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft ist. Was haben wir gemacht? Wir haben ohne wirklich große wissenschaftliche Studien doch einfach nur unter Ängsten diesen großen Sektor der Kultur, aber auch der Wirtschaft weggeschlossen und dementsprechend vielen Menschen erstens das soziale Leben genommen, aber zum Zweiten auch viele gesundheitliche Probleme beschert. Denn wir haben eine Bewegungsmangelpandemie dadurch bewirkt, die große, große sozialökonomische Folgen und sozioökonomische Folgen nach sich ziehen wird. Kinder konnten sich nicht mehr optimal entwickeln, können sich nicht mehr optimal entwickeln, weil einfach körperliche Reize dafür notwendig sind, dass Kind Wachstumsprozesse stimuliert und aktiviert. Das kann man auch nicht einfach mal nachholen, da gibt es keine Nachhilfe für, wie für Mathematik oder andere Fächer. Nein, Entwicklungsschritte sind damit verloren und das ist eben für unsere Gesellschaft ein langfristig echtes Problem, da wie Diabetes nur eines der kleinsten Probleme insgesamt werden. Wir haben Krankheiten produziert, gerade bei erwachsenen Menschen, psychische Störungen, psychische Belastungen sind so extremst geworden, dass, wenn ich mir die Krankenkassenstatistiken anschaue, die psychischen Störungen mittlerweile auf Platz 2 aller Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen letztendlich stehen. Und wir haben natürlich auch große lebensstilbedingte Erkrankungen dadurch produziert, wie Bluthochdruck, wie Diabetes Typ 2 gerade, der Bewegungsmangeldiabetes, der uns auch in den nächsten Jahren Gesundheitskosten bescheren wird, die ins Dramatische hochsteigen werden. Und bei den Älteren? Um die haben wir uns zwar anfänglich sehr intensiv bemüht, so schien es, aber das, was wir getan haben, wir haben Pflegebedürftigkeit provoziert. Denn körperliche Aktivität und Mobilität ist der Garant für Selbstständigkeit. Und auch hier, glaube ich, haben wir sehr, sehr viel große Fehler gemacht, Ängste zu produzieren und zu provozieren und damit die ältere Generation, zu denen ich ja auch gehöre, weggesperrt haben und dadurch die Bewegungsreize, die körperliche Aktivität einfach weggenommen wurde, die aber der Garant eben für lebenslange Lebensqualität ist und vor allen Dingen für die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit steht. Was würde ich mir also wünschen? Natürlich würde ich mir wünschen, dass immer der Sport wieder ein vernünftiges Image erhält und behält.
dass die körperliche Aktivität in unserer Gesellschaft wieder zurückfindet mit einem neuen Image, mit einem positiven Image. Also wir brauchen Kampagnen. Kampagnen in der Schule, nachzuholen, das, was wir versäumt haben, das, was wir verloren haben. Wir brauchen eine betriebliche Gesundheitsförderung in den Unternehmen, die täglich das Thema Gesundheit jedem Arbeitnehmer, jedem Arbeitnehmerin nahebringt. Und wir brauchen Programme, die letztendlich eine Aufholreise für Senioren darstellt, insbesondere unter dem Aspekt, nämlich das Verlorene wieder aufzuholen, muskuläre Reize, Herz-Kreislauf-Reize, damit erstens Krankheiten nicht auftreten und zum Zweiten die Pflege viel weiter nach hinten geschoben wird. Hier ist die Politik gefragt, aber auch die Wirtschaft muss hier ihre Aufgaben machen, denn machen wir dies nicht, wird letztendlich unsere Leistungsgesellschaft und insbesondere auch die Wirtschaft leiden. Und da wünsche ich gerade auch den Bayern viel Erfolg, denn ich weiß ja, die Bayern sind immer Vorreiter auch in dieser Rolle. Das würde ich mir wünschen. Also gemeinsam machen wir eine Kampagne und wenn ihr mich braucht, dann bin ich gerne mit dabei. Hallo zusammen und schönen guten Tag. Ich freue mich als Geschäftsführer des Bayerischen Fußballverbandes, mich hier für den Fußball, natürlich insbesondere für den Amateurfußball in Bayern, zur Covid-19-Situation kurz äußern zu können. Die erste Phase der Pandemie war sehr schwer für den Fußball. Wir waren unseres Kerngeschäfts beraubt. Und auch wenn es manchmal anders aussieht, bei uns dreht sich eben doch alles um den Spielbetrieb und den rollenden Ball auf dem Platz. Wir hatten das Problem, dass unsere Regularien nicht zum Pandemiefall passten. Wir mussten uns neu aufstellen und Lösungen finden. Es war ein intensiver Austausch mit allen Vereinen notwendig und letztendlich hat man sich auf Vorgehensweisen verständigt, die dann von 80% oder 90% aller Vereine mitgetragen worden sind. Hier geht es uns aber manchmal wie in der Politik. Du hast eine breite Mehrheit hinter dir, insbesondere wenn es um Corona-Maßnahmen geht. Aber der mediale Fokus wird häufig auf die Unzufriedenen gelegt und gelenkt. Für uns nicht einfach, aber umso wichtiger war es für uns als Fußball, dass die Profiligen spielen konnten, relativ schnell wieder zurückgekehrt sind. Und es war aus meiner Sicht sehr wichtig, dass die Euro in München vor Zuschauern gespielt werden konnte. So wurde zumindest auf verantwortungsvolle Art und Weise eine neue Realität des Umgangs mit dem Virus eingeübt. Und man konnte als Fußball auch Vorbild für andere Bereiche sein. Aus der Sicht des Fußballs, aber ich weiß dies auch von anderen Sportarten und Kollegen und Kolleginnen, wurde zu lange von staatlicher Seite ignoriert, dass eine Ansteckung bei Bewegung im Freien nur extrem selten erfolgt. Hier wäre früher und mehr Bewegung und Vereinssport im Freien möglich gewesen, als dies staatlicherseits zugestanden wurde. Dies wurde aus meiner Sicht der Rolle des Breiten- und Vereinssports in Bayern nicht gerecht. Gerade in Zeiten, in denen Schüler und Schülerinnen dazu verpflichtet sind, stundenlang allein vor dem Computer zu sitzen und da reinzuglotzen, wäre es doch im Sinne der Gesundheitsvorsorge, aber auch der sozialen Bedürfnisse, wahnsinnig wichtig gewesen, die Möglichkeit zur körperlichen Bewegung mit Gleichaltrigen zu schaffen. Aktuell laufen im Amateurfußball überall die Vorbereitungen und Trainingsmaßnahmen zur neuen Saison. Angesichts der niedrigen Inzidenzzahlen geht dies weitgehend problemlos. Die Einschränkungen zur Zuschauerzahl oder zum Maskentragen in gewissen Situationen sind aus meiner Sicht hinzunehmen. Wir stellen fest, dass zum Glück viele Amateursportler eine große Lust haben, auf die Plätze zurückzukehren. Das funktioniert soweit ganz gut. Im Erwachsenenbereich bemerken wir bisher keinen bedeutenden Rückgang. Es ist aber zu früh, dies abschließend, und es ist vor allem zu früh, dies für den Kinder- und Jugendbereich zu sagen. Hier beginnt der Spielbetrieb meistens erst nach Abschluss der Sommerferien. Wir müssen warten, wie die Kinder zurückkommen. Wir sind aber optimistisch, dass die Freude am Sport und am echten, analogen sich treffen und begegnen und gemeinsam kicken wiederkommt. Es ist ein wichtiges Signal, und das muss ich wirklich lobend erwähnen, dass der Freistaat Neumitgliedschaften von Grundschülern im Sportverein für ein Jahr unterstützt. Wir selbst beginnen im Sommer eine Initiative, um noch mehr Kinder in Sportvereine, natürlich speziell zum Fußball, zu bekommen. Wir haben, nicht Corona-bedingt, das ist immer ein Problem von uns, dass vor allem in Ballungsräumen nicht genügend Spielflächen zur Verfügung stehen. Das ist ein Problem, das wir immer haben. Aber Corona-bedingt ist das besonders schlimm. Teilweise war die staatliche Sonderförderung zu Corona-Zeiten für den Vereinssport sehr unkompliziert und lobenswert. So wurde die Vereinspauschale einfach verdoppelt, unbürokratisch und effizient. Für größere und höherklassige Vereine im Spielbetrieb und für Sportverbände
war die Förderung leider nahezu ein Totalausfall. Es war viel zu lange unklar, ob und für welche Maßnahmen es Gelder geben kann, sodass man hier schließlich auf die üblichen Bundesprogramme für Wirtschaftsunternehmen verwiesen wurde. Wir sind aber kein Wirtschaftsunternehmen und das passt nicht zu einer Vereinsstruktur. So gelang es uns nicht, wichtige Einnahmeausfälle zu kompensieren. Sogar für das laufende Haushaltsjahr 2021 sind die staatlichen Förderparameter nicht finalisiert. So kann ich eigentlich kaum verantwortlich planen und so kann ich vor allem nicht Fördermaßnahmen für den gemeinnützigen Vereinsfußball vernünftig konzipieren, wenn ich nicht weiß, was später staatlich bezuschusst wird. Unser Wunsch an die Politik ist hier klar. Das weitere Vorgehen und die Eingriffe in den Vereinssport sollten mit den betroffenen Verbänden, wenn schon nicht abgesprochen, so zumindest besprochen und vorgestellt werden. Das gilt nicht nur für die finanzielle Förderung, sondern auch für weitere Rahmenbedingungen, die unmittelbar Einfluss auf den einzelnen Verein oder die einzelne Sportlerin oder den Sportler haben. Manche Dinge sind tatsächlich auch schwer zu verstehen aus unserer Sicht oder aus Sportsicht insgesamt. Ich bekäme aktuell Talentfördermaßnahmen gefördert, die ich aber Corona-bedingt nicht durchführen konnte. Eine Initiative für den Kinderfußball, damit ich zu den Talenten komme und die gerade jetzt sehr viel Sinn macht, wird aber vom Staat als nicht förderungswürdig betrachtet. Es geht hierbei also gar nicht um mehr Geld, sondern es geht darum, ob ich in diesen Krisenzeiten nicht manche Mittel anders einsetzen kann, als dies zu normalen Zeiten der Fall ist. Hier gibt es bisher leider sehr wenig Flexibilität. Der Amateursport, vor allem für Kinder und Jugendliche, sollte nicht nur als Infektionsgefahr betrachtet werden, sondern auch als positive Chance, ein soziales Miteinander und das physische und psychische Wohlergehen zu fördern. Wie dies auch in schwierigen Zeiten gelingen kann, hierzu stehen die Sportverbände, aber auf jeden Fall der Fußballverband als echter Dialogpartner für die Politik und Wirtschaft, wenn dies gewünscht ist, zur Verfügung. In dem Sinne, lasst uns gemeinsam reden und dann können wir auch für den Sport in Bayern was bewegen. Danke sehr. Wie schaffen wir es, die Folgen der Pandemie im und durch Sport abzupuffern? Die kleinen alltäglichen Herausforderungen sind Kinder, die ihre Sportschuhe nicht mehr finden oder aus diesen herausgewachsen sind. Die großen Folgen sind allerdings immens steigende Bildschirmzahlen, eine ganz große Anzahl an Nichtschwimmern und zu wenig Trainer oder sogar flachliegende Breitensportangebote. Als Gesellschaft sollten wir uns die Frage stellen, was ist uns der Sport wert? Während Corona haben wir festgestellt, dass Kinder und Jugendliche im Sport nicht immer den größten Lobbyismus haben. Kurzfristig lassen sich einige dieser Effekte ganz sicher durch Projekte auffangen. Beispielsweise dieses Angebot Brücken bauen, wo Stunden für Ballfachangebote an einzelnen Nachmittagen stattfinden können. Oder Sport nach 1 Angebote, Wandertage oder beispielsweise Viktoria Regensburg als Schirmherrin mit Fit und Aktiv, wo es um Themen wie Stressbewältigung, Ernährung, Selbstwirksamkeit und Vorsorge geht innerhalb von einer Projektwoche. Die Grundfrage muss aber auch lauten, wie schaffen wir es, diese Themen langfristig in unser System zu integrieren? Langfristig heißt, eine ganze Generation gesund und gesundheitsbewusst mit Sport und Bewegung zum Erwachsensein heranzuführen. Die Frage lässt sich nicht einfach beantworten. Wir müssen mittelfristig schaffen, von 2 auf 4 Sportstunden zu kommen, um diese Themen wissenschaftlich aufbereitet, nicht nur als reines Lernwissen, sondern als Erfahrungswissen über viele Jahre begleitend dem Nachwuchs mitzugeben. Wichtig ist auch, dass wir unser System mehr auf Bewegung auslegen. Wie können wir weitere Bewegungszeiten gestalten? Wie schaffen wir es auch beispielsweise im Leistungssport, im Nachwuchsleistungssport, wie bei der Stützpunktschule in Mühldorf, die derzeit daran scheitern, dass sie keine Zuweisung für einen pensionierten Lehrer bekommen, der das ganze System aufgebaut hat, weiterzuführen und das Ganze in die Zukunft zu bringen? Wie kann also innerhalb des Systems der Sport gut zusammenarbeiten und in dem System auch vielleicht besser angesehen werden? Das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Am Ende hängt alles von den Menschen ab. Und da darf es nicht auf einzelne Individuen ankommen, die idealistisch handeln, sondern auf eine gute, bereitete Struktur, die den Sport mit offenen Armen empfängt, um auch hoffentlich zukünftig gesunde und glückliche Kinderaugen beim Sport sehen zu dürfen. Servus, wie war für dich jetzt eigentlich die Pandemie? Wie hast du sie empfunden?
Also für mich und meine Freundin war die Pandemie dann doch sehr schwer. Man wurde fast schon festgehalten und eingesperrt zu Hause. Man konnte gar keinen Sport mehr machen. Erst recht Teamsport, der mir sehr wichtig ist, persönlich im Umfeld. Und auch dieser Kontakt, der hat einfach gefehlt, dieser soziale Kontakt. Weil online und jemanden persönlich treffen ist nochmal was ganz anderes. Und diese Möglichkeit, Aktivität zu betreiben draußen, die hat halt einfach gefehlt. Danke dir. Wir haben jetzt die Perspektive nochmal erweitert und haben vor allem aus dem Schulsport gehört, aber auch von Herrn Professor Frohböse, wie wichtig die sportliche Aktivität ist und wie viel kaputt gegangen ist, weil es einfach gefehlt hat. Von Herrn Igelsbacher aus dem Fußball haben wir erfahren, wie wichtig der Dialog mit der Politik ist. Und er hat, glaube ich, vor allem zwei Dinge betont. Auf der einen Seite eine passende Förderung und auf der anderen Seite ein Dialog, um auch im Falle einer Verschlechterung der Pandemie, auch im Hinblick auf Herbst und Winter, dann entsprechend die richtigen Maßnahmen in Abstimmung mit dem Sport durchzuführen. Tobi, aus Sicht des Wintersports, kannst du diese Sicht des Fußballs, des BFV, teilen aus DSV-Sicht? Und was wäre hier dein Wunsch an die Politik? Ja, also dieses, dass man mittelfristig vorausblickt, also dass man das Wissen, was man jetzt hat, dass man nicht nochmal einen Fehler macht, sondern dass man den Sport auch wirklich stattfinden lässt, auch auf Vereinsebene, das Training vor allem. Also dass sozusagen ein Spielbetrieb, wie es jetzt im Fußball ist, den Kindern, Jugendlichen, aber auch den Erwachsenen ermöglichen kann. Und das, glaube ich, ist ganz ein wichtiger Punkt. Auch dieses, man hat, also wenn ich es zusammenfassen darf, es hat jeder irgendwo diesen Punkt gehabt, der Sport braucht einen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft. Also das ist für mich so ein Punkt, da ist auch die Politik gefordert. Wenn wir Sport, also ich sage es einmal so, die Gesundheit ist unser höchstes Gut, was wir haben. Und das kriege ich durch Bewegung und durch Sport. Und das ist für mich so ein Faktor, dass wir unsere Gesellschaft einbringen, dass Sport nicht irgendwie Mord ist, hat man ja früher gesagt, sondern dass Sport einfach wichtig ist, sowohl für den Kopf als auch für den Körper und für den Geist eben, ja. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Und das betrifft, glaube ich, alle. Also sowohl die Politik, als auch die Verbände, als auch die Vereine. Und ich glaube, jetzt wäre der ideale Zeitpunkt, um einfach so ein Ding loszutreten, alle gemeinsam an Lösungen, an schnellen Lösungen zu arbeiten, um einfach richtig Vollgas geben zu können. Das hört sich gut an. Ja, ich spreche jetzt als ehemaliger Sportler, Sportliebhaber. Also ich sehe mich jetzt nicht als ehemaligen Leistungssportler, sondern was mir der Sport alle Jahre immer gegeben hat. Also wir haben es ja vorhin gesagt, der Sport, der verbindet, der Sport, der fordert dich, deine Persönlichkeit, deine Motivation und er gibt dir halt so viel Gutes zurück an Gesundheit. Und das sind so Punkte und das muss man eigentlich von klein auf, also sprich in die Schulen, aber das Thema, glaube ich, haben wir ja nachher dann noch, muss man einfach viel mehr nutzen, auch als Verein. Herr Schäufele, es waren jetzt viele Wünsche Richtung Politik Entschuldigung. Von allen Beteiligten. Und gerade im Hinblick auf Bekanntheit, Image wurde oft genannt. Was ist da Ihre Meinung und wie kann da die Politik helfen? Ja, also ich glaube, die Politik kann da helfen, aber es ist nicht nur eine Aufgabe der Politik. Sie haben es ja gerade gesagt, das ist der Sport selber, das sind die Vereine, das ist insgesamt die Öffentlichkeit, aber natürlich auch die Politik, also alle zusammen müssen da, glaube ich, mitwirken, um sozusagen aus der Corona-Situation wieder herauszukommen. Ich glaube, das wird auch gelingen. Ich bin da wirklich ganz optimistisch. Also es werden auch die Vereine wieder Fuß fassen. Das sind also vielleicht so Dinge wie diese 30 Euro für die, jetzt vorhin ja schon genannt worden, dankenswerterweise, diese 30 Euro für Kinder, das nehmen wir hin, 110.000 Mädchen und Buben. Also, und wenn da vielleicht noch nicht bloß die kommen, sondern auch noch andere, kann das nochmal einen ganz einen deutlichen Impuls geben. Ich möchte bloß an eins noch erinnern, weil so vieles auch gesagt, wie richtig es gesagt worden ist. Diese Beschränkungen, die sind ja nicht gemacht worden wegen den Beschränkungen, sondern weil wir eine schreckliche Gesundheitskrise in diesem Land hatten. Eine Pandemie,
einem Ausmaß, der allen unbekannt vorher war. Und da hat die Politik natürlich zu Recht, wenn ich das so sagen darf, darauf reagiert. Und zum Schutz von Leben und Gesundheit, davon reden wir jetzt die ganze Zeit, von Leben und Gesundheit, aber das war natürlich auch unmittelbar mit dem Ziel, Gesundheit zu erhalten, wiederherzustellen und Leben zu retten. Wir dürfen nicht vergessen, in der Pandemie sind sehr viele Menschen gestorben. Sehr viele Menschen gestorben. Und da war das Allerwichtigste, diese Zahl in den möglichen Grenzen zu halten. Und gleichzeitig aber zu schauen, was kann man zusätzlich öffnen. Ich glaube, es ist im Kern ist es gelungen. Man kann immer über das eine oder andere reden, ob das jetzt richtig oder zum richtigen Zeitpunkt oder vielleicht hätte noch früher oder später oder wie auch immer. Aber im Kern ist es gelungen. Und ich glaube auch, dass, und wir werden ja da, oder der Freistaat Bayern besser gesagt, wird hier da einen erheblichen Beitrag leisten. Ich habe es vorhin schon mal die Zahlen genannt, um da wieder einen Schub zu setzen, hier wieder voranzukommen. Aber ich glaube, wir müssen auch gar nicht so verzagt sein. Also ich glaube, dass der Sport hat doch eine enorme Zugkraft. Sie haben vorhin gesagt, er muss vielleicht noch einen höheren Stellenwert bekommen. Unterschreibt das. Also ganz klar. Ganz klar. Aber er hat ihn doch auch schon in einem großen Maße. Und der Sport hat eine unglaubliche Kraft, Menschen zu erreichen. Und das hat er ja selbst in der Pandemie. Gerade wenn man, es haben so viele Menschen gerufen, öffnet Sportmöglichkeiten. Warum? Weil der Sport so wichtig ist. Vielleicht, das ist ja auch nochmal dadurch deutlich geworden. Also ich bin da ehrlich gesagt wahnsinnig optimistisch. Es gibt viele Details, die hier natürlich anzuschauen sind, zu regeln sind. Und ich darf auch wirklich sagen, und ich darf das auch für unseren Minister sagen, er ist jetzt und auch in der ganzen Pandemiesituation, war er immer in einem engen Austausch mit dem Sport. Also ich war auch bei vielen Besprechungen auch mit dabei, bei weitem nicht bei allen. Und da war immer der Dialog da. Das heißt nicht, dass man sofort alles umsetzen kann, aber dass da der Kontakt verloren gegangen ist, das ist nicht der Fall. Da bin ich Zeuge. Nein, das haben Sie nicht gesagt. Ich will das bloß ganz allgemein deutlich machen. Ich glaube, wir haben jetzt alle die Hoffnung, dass wir die Pandemie in den Griff bekommen und auch durch die Impfungen wieder zu mehr Normalität kommen, gerade auch im Sport. Und wenn wir jetzt sagen, wir blicken nach vorne, Simon, was sind deine Ideen, was wären deine Ansätze, um auch dem Sport nochmal einen größeren Stellenwert in Bayern wieder zu geben? Also erstmal gibt es ganz, ganz viele Ideen. Das ist doch das Schöne. Aber ich finde auf jeden Fall, der Sport, die Bedeutung oder die Verantwortung, das ist das eine. Aber zum anderen finde ich halt, es ist einfach so wichtig, die Kinder, wir haben da so ein bisschen eine Kluft. Also es gibt die Kinder, die schon immer gerne Sport gemacht haben, die vital sind, die gehen auch zum Sport. Ist nicht das Problem, die abzuholen und auch, dass die sich bewegen. Aber das Problem ist jetzt vor allem diejenigen, die jetzt auf die Konsole halt umsteigen und da hinter dem Video spielen. Also die Game-Industrie verwendet Emotionen und das, was ich im Studium lerne, in Wirtschaftspsychologie, im Feinsten, im Perfekten, mit Belohnung, mit Lob, mit Herausforderungen, mit dem perfekten Flow-Kanal, dass das, was du machst, genau nicht zu schwer und nicht zu einfach ist. Und das ist das, was wir halt als der Übungsleiter die Verantwortung hat, das einerseits im Training halt gut umzusetzen. Aber ich will damit eigentlich nur sagen, ich bin nicht ganz so positiver Dinge mit, dass wir alle Kinder später wieder zum Sport bringen. Ich denke einfach, jetzt ist es extrem wichtig, einfach in Schulen reinzugehen, wo wir an die Kinder kommen und damit wirklich mit einem großen Angebot und mit Motivation und mit Emotionen die Kinder wieder für Sport begeistern. Und da habe ich, wie gesagt, mehrere Ideen. Also ein Thema davon haben wir vorhin schon gesagt, Profisportler haben eine Vorbildfunktion, viele. Und das ist eine Ressource, die können wir doch nutzen. Also wir haben in der Freistaat, oder nicht der Freistaat, sondern das Bundesministerium für Inneren, wir haben über die Bundeswehr haben wir 750 oder 850 Sportsoldaten. Wir haben über die Polizei haben wir auch viele Spitzensportler. Diese, die vom Staat auch unterstützt werden, diese Sportler könnte man auch
also viele davon werden definitiv bereit dazu, auch in Schulen zu gehen und zu sagen, hey, wenn es unkompliziert ist, Kinder für Sport oder für ihre Sportler zu begeistern. Dafür brennt doch jedes Sportherz als Profisportler, Kindern auch diese Sportart oder den Sportlern von morgen diese Sportart näher zu bringen. Und über so Projekttage, also Florian Schweikert, der Sportreferent und Lehrer, der hat das ja schon kurz angemerkt. Wir brauchen von 2 auf 4 Stunden müssen wir hochgehen vom Sportunterricht, theoretisch gesehen, wenn das irgendwie machbar wäre, um die Kinder mit Stress, mit Schlafproblemen, also mit wie sie mit Stress umgehen, mit Ernährung zu sensibilisieren. Das ist so ein Teufelskreis einfach, dass wir da gucken, die Profisportler in die Schulen zu bringen, Kinder dafür dann zu begeistern. Und dann, ja, das Wichtigste halt dann auch die, jeder kennt das bei Personalentwicklungsmaßnahmen. Einmal ein Coaching, schön. Beim zweiten Mal ist es dann wieder viel weg. Deswegen ist dieses kontinuierliche Dransein auch das A und O. Deswegen finde ich, wenn wir es irgendwie schaffen, USA ist ein super Beispiel, irgendwie Vereine in die Schulen irgendwie mehr zu integrieren, da den Dialog zwischen Verein und Schulsport mehr zu generieren, denke ich, dass wir einfach definitiv in eine viel bessere Richtung marschieren würden, als wenn wir sagen, es gibt den Verein und den Schulsport und das ist unabhängig voneinander. Ich denke, dass das ein fundamentales Element ist und sonst, also wir haben ja auch in den Videos jetzt von Herrn Frohböse gehört, wir brauchen Kampagnen, wir brauchen, wie toll es ist, Profisport oder Sport generell zu machen. Wir brauchen Kampagnen, dass es gut ist, sich mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren, etc. Also, dass die Leute wieder wissen, Sport ist einfach gut für unsere Gesundheit und ja, da, dass wir einfach ein großes Angebot bieten. Und das ist so mein Wunsch an die Politik, dass wir einfach, oder auch an alle, an Vereine, es ist nicht immer der Wunsch an die Politik, sondern auch an jeden Einzelnen selber, also großes Angebot schaffen und Kinder in den Vereinssport zu stecken. Das ist, da hat man so viel Persönlichkeitsentwicklung, welche man durchläuft und es ist nicht nur psychische und physische Gesundheit, es ist so viel, was man da lernt und das ist das, was ich sage, brauchen wir einen höheren Stellenwert. Ich finde deinen Appell super. Ich hatte heute Morgen alleine schon dieses Beispiel. Ich war in der Schule, in der Grundschule in Harlaching beim Sportfest als Helfer, als Kampfrichter und ich habe die Weite gemessen da für die Kinder und es war großartig. Die Kinder, es waren ungefähr 150 Kinder, die hatten jetzt das erste Mal seit 1,5 Jahren wieder ein Sportfest und diese Euphorie und pure Freude an der Bewegung war einfach so greifbar und es ist so einfach und ich glaube in dem Alter, gerade in der Grundschule kann man die Jungen und Mädchen begeistern für eine Sportart. Und da die Kombination aus Schulstruktur und Verbands- und Vereinsstruktur ist, glaube ich, elementar wichtig. Wie ist es bei euch im DSV? Wie eng seid ihr da mit den Schulen? Ja, man ist natürlich sehr, sehr eng. Also ich habe jetzt gesagt, wenn der DSV an Tour ist, geht natürlich über den Verein. Aber man versucht natürlich schon auch den Kontakt zu den Schulen zu kriegen. Also ich sage ja immer, also was ist den Kindern jetzt, also wenn man jetzt ganz unten anfängt, was ist denen weggefallen? Denen ist jetzt erst einmal der Unterricht natürlich weggefallen, weil die Schulen zu waren. Und die zweite Konstante, die ihnen, das war ein bisschen so dieses Soziale, wo sie ihre Freunde alle um sich haben. Und die zweite Konstante, die weggefallen ist, das ist der Vereinssport gewesen. Weil sie zweimal in der Woche Fußballtraining, Tennistraining oder was auch immer haben. Und das verändert so ein Kind. Und ich glaube, du hast das jetzt hervorragend gesagt, wir müssen die, ja, in der Schule musst du eigentlich so, ich nenne das als Beispiel, man macht einmal so Vereinssportwochen, als Beispiel. Verschiedene Vereine stellen ihre Sportart vor, jeder kann es ausprobieren und dann kriegen die Vereine natürlich Zuwachs. Die Kinder können sie ausprobieren in verschiedensten Sportarten, sehen vielleicht ihre Talente, aber wir bringen uns wieder in Bewegung. Das wäre jetzt ein so ein Beispiel. Also, aber jetzt nochmal zurück, im DSV ist es, also wie gesagt, wir versuchen natürlich schon auch in die Schulen einfacher zu gehen. Ich habe zum Beispiel, wenn ich es nur kurz sagen darf, ich bin ja jetzt ja immer beim Skilanglauf-Weltcup in Dresden und dort gibt es dann im Anschluss an den Weltcup, gibt es auf der Sprintstrecke, also direkt auf der Original-Weltcup-Loipe, wo die besten Langläufer unterwegs sind, gibt es eine Schulsportwoche. Und dann lerne ich 300 Kindern, wirklich erste, zweite, dritte Klasse, die stehen teilweise das erste Mal auf Langlaufski, das Langlaufen. Und du glaubst nicht, wie schnell die eine neue Sportart erlernen. Und da zeigt man das einfach auch wieder,
wann du es lernen musst oder wann du etwas Neues lernst, nämlich in ganz jungen Jahren. Und da muss man hinkommen. Und das ist immer faszinierend zu sehen, wenn du dann die glänzenden Augen siehst und die dürfen dann bloß 1,5 Stunden laufen gehen. Und dann muss ich dann ihnen sagen, so, jetzt ist leider die Zeit rum. Und dann fangen sie fast zum Heulen an. Gell? Und das ist einfach dann auch schön zu sehen. Und man sieht auch, wie wichtig dann einfach der Sport dann ist. Da müssen wir schauen, wie können wir das jetzt multiplizieren. Ja. In ganz Bayern, in allen Sportarten. Herr Schäufele, wir haben jetzt oft den Wunsch gehört aus dem Sport für die Politik. Aber wenn wir es jetzt mal umdrehen, was wäre Ihr Wunsch Richtung Sport, Richtung Sportler und Richtung Verbände? Ja, also ich glaube, die Verbände machen da schon alles, alles ist immer übertrieben, aber sie machen sehr, sehr viel richtig und sehr, sehr viel Gutes und ich darf da wirklich auch einfach schlicht Danke sagen. Also für vieles, was auch in dem letzten Jahr war und auch gemacht worden sind und jetzt diesen Restart zu machen, da sind die Vereine auch dran. Und ich glaube, dass das dauert jetzt vielleicht noch ein bisschen, dass da durchaus ein Boom losgehen kann. Und wenn man es positiv verkauft, dass da kann durchaus ein Boom losgehen. Und wenn man ein bisschen vor Corona blickt, es waren doch sehr, sehr viele Kinder in den Vereinen allein. Das sind jetzt natürlich bei weitem nicht nur Kinder, aber wir haben einen Sportverein, ich glaube, 4,5 oder 5 Millionen Mitglieder in Bayern. Also das ist eine enorme Zahl, die wir da haben. Die muss jetzt vielleicht wieder ein bisschen reaktiviert werden, aber dieses Potenzial ist ja total vorhanden. Und ich habe nur einen einzigen Vorteil Ihnen beiden gegenüber. Ich kann auf viele Jahre zurückblicken in die Jahrzehnte, wo Sie noch gar nicht auf der Welt waren. Und da war der Vereinssport im Vergleich zu dem, was er heute ist, bei weitem nicht so ausgeprägt. Da waren bei weitem nicht so viele Kinder. Also bei mir in der Klasse waren vielleicht 1, 2 Kinder im Fußballverein. Das ist heute total anders. Wenn ich jetzt meine Kinder, ja auch schon eine Zeit lang her ist wieder, da anschaue, da war im Prinzip das ganze Dorf, wo die Kinder, Buben waren und dann Mädchen dann auch natürlich, die waren da alle. Und das ist ein Potenzial, das da ist, das jetzt vielleicht ein bisschen schlummert hat, aber das kommt wieder. Und wenn wir da alle zusammenhalten, so wie es jetzt eigentlich die Diskussion noch gezeigt hat, kann man da eigentlich nur optimistisch sein. Jetzt kommen wir langsam zum Ende der Diskussion. Ich glaube, wir haben sehr viele Punkte mitgenommen, Simon, die wir auch in den Wirtschaftsbeirat reintragen können, dass wir nicht nur reden, sondern Dinge nachher auch umsetzen. Da wird es auch viele Events noch geben. Genau. Wir werden auch viel machen müssen. Was wäre so dein Fazit von heute? Wie siehst du es? Boah, also eine wichtige Säule sehe ich definitiv in dem Schulsport. Also da wünsche ich mir einfach, dass das Innenministerium, unser Sportminister Herrmann, einfach noch guckt, dass man da wieder das Ventil oder die Kraft, die jetzt gerade nach der Corona-Pandemie da ist, dass die Leute sich wieder bewegen wollen, dass man das nutzt und die Kinder die Option bietet, dass die Vereine in die Schulen kommen, wie Tobias vorhin gesagt hat, ist eine super Idee. Also, dass die Kinder einfach mal eine Sportart kennenlernen. Also, ich bin auch zufällig damals zum Beachvolleyball gekommen, aber nicht, weil meine Eltern Volleyball gespielt haben. Deswegen einfach mal die Kinder mit Sportarten vertraut zu machen und es mal ausprobieren zu lassen, sehe ich als elementar wichtig. Und das ist so ein wichtiges Fazit, was ich heute gerne sehe, also ziehen würde. Und genauso wie dem Schulsport auch ein bisschen mehr Verantwortung und das auch mittelfristig noch ein bisschen zu verändern oder zu erweitern. Also mittlerweile ist jede zweite Krankschreibung auch bei Älteren einfach die Depression oder psychische Probleme. Und das ist halt einfach, wie man mit Stress umgeht. Wir sind in so einer VUCA-Welt, habe ich jetzt erst neulich so einen tollen fancy Begriff im Studium gelernt. Also in so einer veränderbaren, ständig änderbaren Welt, dass wir einfach gucken, dass wir auch besser mit Stress umgehen können und dass wir sowas Teil mit wie Ernährung und mit Stressmanagement halt in die Schulen hineintransportieren und dass Teil des Sportunterrichts wird, beziehungsweise der Sportunterricht auch noch erweitert wird. Das ist so ein Fazit, was ich gerne unter dem Schulsport ziehen wollen würde. Und dann, wir haben es ja jetzt auch nochmal gesagt, der Vereinssport, also das ist einfach eine extrem wichtige Säule. Und da einfach gucken, wie wir Übungsleiter attraktiv machen, wie wir Kinder in Vereine bekommen und da Vereine einfach super und also die Verantwortung und Vereinen helfen, dass sie mehr tolle Arbeit leisten können. Also das ist so mein Wunsch und auch mein wichtigstes Fazit.
Und dass man, einen Satz noch, dass man auch Kinder, die ein bisschen später in Vereinssport kommen, das ist mir selber damals aufgefallen, wenn du nicht mit 8, 9, 10, 11, 12 Jahren in den Vereinssport kommst, sondern erst mit 16 und ein bisschen adipös bist, dann tust du dir extrem schwer, überhaupt da Fuß zu fassen. Deswegen einfach auch da ein Appell für mich an die Vereine, dass man die öffnet, dass da jeder, wirklich jeder, jederzeit die Möglichkeit hat, einzusteigen und die Leidenschaft am Sport zu entdecken. Und dass es nicht nur der Leistungsgedanke ist, sondern auch die Freude und die Freude am Sport und das soziale Miteinander. Das wäre so meint. Aber ich freue mich auf die weiteren Themen, die wir angehen. Ich auch, sehr. Tobias, was ist dein Fazit? Ja, also Schulsport ist wichtig. Ja. Dann natürlich der Breitensport, also im Verein Seniorensport, Behindertensport. Also das einfach allgemein der Sport, dass wir hier schnelle Lösungen finden, um den attraktiv, ja, und schneller wirklich nach vorne bringen. Weil ich glaube, es ist an der Zeit. Und Bayern ist ein Sportland. Sommersport, Wintersport. Ja, und das ist ein Vorteil und den sollte man nutzen und den müssen wir nutzen. Und wenn wir das schaffen, dann, ja, dann geht es auch wieder aufwärts und vorwärts. Aber entscheidend ist eben erster Zugang in der Schule. Ja. Herr Schäufele, was nehmen Sie mit heute für die nächsten Tage und Wochen im Ministerium? Ja, ehrlich gesagt schon vieles. Die muss man sich auch nochmal sortieren, so im Kopf. Aber gerade was Sie beide hier auch gesagt haben, dass man vielleicht nochmal drauf schaut, wie ist der Connex, die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und den Schulen. Wir haben da als Innenministerium den einen Teil, das sind die Vereine, das Kultusministerium ist bei den Schulen. Aber ich glaube, da geschieht schon sehr, sehr viel, auch im Leistungssport, wo da, ich glaube, viele Schulkonzepte auf den Leistungssport ja auch schon sehr viel Rücksicht nehmen und das mit einbauen. Aber man darf nicht nur auf den Leistungssport schauen, das ist ganz, ganz, die meisten sind ja keine Leistungssportler. Genau, so ist es. Und dass man das dann nochmal schaut und ein spezielles Stichwort, was Sie gesagt haben, mit den Übungsleitern, dass man da nochmal einen Blick drauf wirft, ist das schon optimal, so wie wir es haben in den Förderrichtlinien, oder kann man da das eine oder andere noch verbessern? Das wären so für mich immer die konkreten Dinge, die man aus dem Ich glaube, das hört sich sehr gut an. Kann. Vielen Dank, und ich glaube, das nimmt der Sport auch sehr gerne auf, diese Punkte, die Sie gesagt haben. Und somit möchte ich mich bedanken bei meinen Gesprächspartnern. Ich finde, das war eine sehr anregende, spannende Diskussion. Und was nehmen wir mit? Ich würde sagen, zwei Punkte. Erstens, der Sport hat sich verändert, drastisch verändert die letzten 1,5 Jahre. Aber es ist sehr viel Motivation da und Kraft, Ideen und Ansätze, um positiv in die Zukunft zu gehen. Nicht alleine, sondern gemeinsam. Sport, Politik, Wirtschaft, Industrie, Spitzensport als Vorbild. Und dann freuen wir uns auf alle Spitzensportergebnisse, aber auch auf alle Ansätze, die wir uns noch überlegen werden und die wir umsetzen können, um den Sport in Bayern weiter zu fördern. Vielen Dank für Ihr Interesse.